Hallöchen, liebe Community, Servus, grüßt euch. Ja, der PVB, okay, ist wieder da. Ja, warum ist er denn da? Na, ganz einfach, weil die Glocke geklingelt hat, ne? Und die Glocke sagt, PVB, okay, hat wieder ein neues Video hochgeladen. Und deswegen habt ihr wahrscheinlich auch wieder eingeschaltet. Oder ihr seid zufälligerweise über meinen Kanal gestolpert. Was natürlich nicht schlimm ist. Es kann ja auch sein, dass die über meinen Kanal gestolpert sind, auf meinem Kanal bleiben und mir ein Abo bescheren. Das wäre natürlich wunderbar. Damit ihr aber auch wisst, um was das es geht, also die Neuen, die Alten wissen es ja. Für die Neuen, das ist eine Serie, die ich hier mache. Die nennt sich Ich stelle dich vor und ich werde hier Kanäle vorstellen, die ich abonniert habe. Oder auch ich Zuschriften bekomme von anderen Usern, von anderen YouTubern, die gerne möchten, dass ich ihren Kanal mal vorstelle. Das könnt ihr machen. Schreibt mir eine E-Mail, die findet ihr bei meiner Kanalinfo. Und dann schreibt da einfach rein, warum und weshalb ihr vorgestellt werden möchte. Was so euer Hauptziel ist, was euer Kanal präsentiert. Dann natürlich den Link vom Kanal nicht vergessen. Und dann werde ich mir das Ganze anschauen. Und wenn ich glaube, dass es richtig ist, den Kanal vorzustellen, dann werde ich das tun. Das heißt also, ich behalte es mir vor, einen Kanal vorzustellen oder auch nicht. Ja, dann seid mir nicht böse, wenn ich es nicht tue. Das wird dann schon seine bestimmten Gründe haben, die ich aber nicht offenlege, denn dann müsste ich euch wohl in der Luft zerreißen. Das möchte ich nicht, dann habt ihr nämlich gar keine Chance mehr, Abos zu bekommen. Okay, also, um was geht es denn heute für einen User? Heute geht es um einen Spieler, der auch War Thunder spielt, hauptsächlich War Thunder spielt, auch noch andere Sachen. Er bringt auch kleine Video Schnipsel, Clips, die er so gefunden hat. Ganz interessant, ganz lustig teilweise. Und wichtig ist aber jetzt erst einmal, wir haben hier einen Namen und er nennt sich Dysit. Ich sage jetzt einfach Dysit. Ob wir es richtig ausgesprochen haben, glaube ich nicht, denn ich hatte schon einmal mit ihm ein Gespräch geführt. Naja, schriftlich, ne? Ein Gespräch schriftlich geführt. Kann also nur geschrieben sein, also kein Gespräch in dem Sinne, ne? Ja, wir wollten mal auf Discord, wollten wir mal diskutieren, wie man den Namen richtig ausspricht. Spricht man ihn so wie Suizid oder, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe also in Google mir die Finger wund geschrieben. Ich komme immer wieder auf die Aussage Dysit. So. Ist aber egal. Wichtig ist, es ist ein ganz besonderer Name. Also nicht viele YouTuber haben Namen, die sich auf irgendetwas Wichtiges oder ja, Geschichtliches beziehen. Bei ihm schaut es so aus, dass dieser Ausdruck Dysit ja, die Ausdrücke Gottesmord und Gottesmörder bezeichnen in der Christentumsgeschichte eine angebliche unaufhebbare Kollektivschuld der Juden an der Kreuzigung Jesu von Nazareth, der dabei als Sohn Gottes angesehen wird. Ja, jetzt kann sich natürlich jeder selber ein Bild machen oder Gedanken darüber machen. Ich werde mir keine Gedanken darüber machen. Ich lasse das einfach so stehen, wie ich es jetzt kommentiert habe. Und will euch natürlich hier in Kürze seinen Kanal präsentieren. Wir gehen einmal schnell auf die Kanalinfo. Knusprige Pilot Commentary. Ja, das ist natürlich unheimlich viel, ne? Angesagte Kanäle. Juhu, der PVB okay findet sich hier in angesagte Kanäle. Der Frankenstupfler, den kennt er ja auch. Also zumindest die Eingefleischten von mir kennen ihn. Der mir ja oft Replays zugeschickt hat und sein Kanal dürfte auch bekannt sein. Wunderbar, dass ich mit dabei bin.
Dankeschön an Dysit. Und jetzt gehen wir weiter in die Playlist. Da hat er geistige Mentoren: War Thunder, War Thunder Cinematic, War Thunder Short Clips, Knights of the Old Republic, Monster Hunter World. Oh Leute, es ist unheimlich, was dieser Mann euch bietet. Hier haben wir kleine Clips mit dem Handy aufgenommen. Das ist recht nice. Ja, ich kann das gar nicht alles vorlesen. Und ja, da haben wir natürlich War Thunder mit dem Churchill, ne? Mit dem Nashorn hat er gespielt. Und wir gehen da mal weiter. Dann hat er hier Flugzeuge wahrscheinlich vorgestellt oder einen Flugzeug, den F4JB vorgestellt. Und so weiter und so fort. Und dann hat er auch mit anderen YouTubern ja, irgendwas im Sinne. Und ja, was haben wir denn noch alles? Finden wir etwas? Ja, Knights of the Republic, Folge 2. Kommando Spezialkräfte. Ups, das sagt mir gar nichts. Da werde ich doch mal reinschauen müssen, was das ist. Ein U-Boot. Lass mich simplisieren. Kann das sein, dass das U-Boot ist, was mal in War Thunder vorgestellt worden ist, was möglicherweise ja, mit implantiert werden könnte? Da muss ich reingucken. Ja, dann, was haben wir noch? War Thunder, War Thunder, War Thunder. Okay, Monster Hunter World. Okay, gut. Ihr seht also, das Thema liegt auf massig War Thunder. Und dann schauen wir noch mal ganz schnell in die Übersicht. Also da waren wir doch. Also gehen wir dahin. Gut, und dann steigen wir sofort ein in drei Ausschnitte von Videos, Schnipseln und so weiter und so fort. Churchill Mark 7, ein richtig heftiges Schlachtenross, zumindest von der Panzerung. Er hat von der Front, Turm sowohl als auch Wanne, 15 cm Frontpanzerung. Sie ist nicht geslopt, das heißt konstruktionsbedingter Neigungswinkel zur Vertikal... Alter! Zur... Ey! Zur Vertikalen des Fahrzeugs betragen 90 Grad. Das heißt... Oh, hier ist ein Wirbelwind. Eventuell sieht er mich nicht und er kommt wieder. Ja, also er kommentiert Transmission, auch krass. Also kein... seine Videos und er kennt sich auch gut aus. Er ist also auch ein guter Panzerfahrer. Wie es mit dem Fliegen ausschaut, weiß ich nicht. Ist mir eigentlich aber auch wurscht, weil Hauptaugenmerk sind ja bei uns die Panzer hier. Und soweit ich weiß, spielt er auch mit anderen Kollegen zusammen. Ich glaube auch, dass er streamt, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Okay, dann wechseln wir einfach mal weiter ins nächste Video. Das ist ein Videoschnipsel aus dem Internet wahrscheinlich. Auf geht's! Nichts kann mir was anhaben. Nichts. Ich bin Noel Christus. Amen. Hopp, komm, geh mal. Noel Christus, nein. Nein? Nie wieder werdet ihr sündigen. Amen. Noel Christus, Amen. Ja. Nie wieder werdet ihr sündigen. Also ich bin stark. Nie wieder. Ja. Welche Tabletten sind denn das? Nie wieder werdet ihr sündigen. Wie kannst du es wagen? Merkst du nicht, dass du Mutter und Vater bist? Sag Amen. Sag Amen. Nie wieder. Ja, Freunde und Freundinnen, nee, erst die Freundinnen und dann die Freunde. Ach, immer derselbe Fehler bei mir. Wer wissen will, wie das ausgegangen ist, der muss sich's komplett anschauen. Auf jeden Fall sind es wunderbare Schnipsel, die ich euch jetzt noch zeigen werde. Und das ist ein wirklich ein wunderbarer, durchgeknallter Typ, ne? Also. Ja, und mit sowas muss man sich rumärgern hier auf dieser Welt. Das ist furchtbar. Ja, mehr möchte ich da nicht dazu sagen. Und dann kommen wir hier zu einem
Videoschnipsel, was er wahrscheinlich auch aus dem Internet hat. Only Russia raschen. Ne? Ich gehe mal davon aus, ja, bei den Russen ist alles möglich. Schaut euch das einfach an. Ja, ich weiß es nicht. Also ich lache jetzt, ne? Obwohl das der gute Mann, der da im Bus stand, dem ist mit Sicherheit nicht zu lachen zumute gewesen. Ja, was es alles auf dieser Welt gibt, das ist unheimlich. Leute, schaut einfach rein bei ihm auf seinen Kanal. Denkt dran, wenn ihr ihm ein Abo gebt, dann schreibt doch bitte rein in den Kommentar, dass ihr vom Kanal PVP OK kommt. Und dann wissen wir beide Bescheid. Er weiß, dass er gegebenenfalls von mir Abonnenten bekommen hat. Und ich weiß Bescheid, wenn er einen Abonnenten bekommen hat, dann war meine Mühe nicht ganz umsonst. Und schaut er mal an, er hat ja erst 116 Abonnenten. Also schaut er mal, dass er den ein bisschen vorwärts bringt. Jetzt kriege ich schon einmal es nicht mehr ganz raus. Nicht ist die Zunge verknottet. Ja, musst du entknotten, nicht? Ja, wie gesagt, schaut rein. Vergebt Likes, schreibt Kommentare etc. bla bla bla. Mich könnt ihr auch abonnieren, kostet nichts. Schreibt für mich hier auf meinem Kanal einen Kommentar, ob es euch gefallen hat. Wenn ihr den Daumen nach unten macht, dann bin ich euch nicht böse, aber dann schreibt ihr bitte dazu, warum und weshalb. Alles andere ist natürlich Scheibenkleister, weil das bringt nichts. Einen Daumen nach unten kann ja jeder machen, ne? Das ist kein Thema. Man möchte natürlich dann auch wissen, warum und weshalb, damit man es dann später besser machen kann. Jo, also wie gesagt, Leute, schaut rein beim Dysit, auch wenn ich es verkehrt ausgesprochen habe. Er wird sich wahrscheinlich jetzt Kugeln verlachen. Das macht mir aber auch nichts aus. Ich habe dickes Fell. Naja, so dick ist es eigentlich auch nicht. Ich habe mich gestern gewaschen, also ist die Haut schon wieder etwas dünner geworden. Okay. Jo, dann sage ich Dankeschön, dass ihr reingeschaut habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Habt selber viel Spaß in euren eigenen Videos und Spielen, die ihr absolviert oder in den Spielen, die ihr euch anschaut, in den Let's Plays. Und dann sage ich noch einmal Danke fürs Reinschauen, ne, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und dann sage ich ganz einfach Holdrio, bis zum nächsten Video oder Vorstellungsvideo. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer PVP. Okay.